Hallo? Hallo. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, da tut sich was. Da tut sich was. Erzählen Sie uns doch Ihre Geschichte, wie Sie dazu gekommen sind. Ja, die ist eigentlich relativ kurz. Dieses Bild wurde vor 9 Jahren im Kunsthandel erworben. Meine Frau hat dieses Bild geliebt und hat gesagt, das möchte ich haben. Tun wir uns warm. Das ist Düsseldorfer Schule scheinbar. Ja. Was sehen Sie hier für eine Szenerie? Was ist das für eine Geschichte für Sie? Das ist eine Geschichte in der Richtung, ja, dass ein Polizist hier, ein Gendarm, scheinbar, diese Spiele bei einem Falschspiel erwischt haben. Ja. Und der deckt es auf. Da sieht man ja, dass die Asskarte und unten liegt auch immer noch eine Asskarte. Ja. Und das zeigt an sich hier dieses Geschehen in einer bäuerlichen Darstellung. Ja. Also um das jetzt einmal zu sortieren. Wir haben es hier mit einem Maler zu tun, der in Düsseldorf gemalt hat. Rechts unten signiert, auch 1865 datiert. Und der eine Art und Weise der Malerei, wie sie in ganz Europa, in ganz Mitteleuropa und Südeuropa üblich ist, diese Genreszenen mit Interieurs, meistens Gasthäusern. Das war schon einmal interessant für das bürgerliche Publikum zu sehen, wie es hat am Land ausgeschaut, wie waren die Wirtshäuser, wie war die Atmosphäre. Und diese Bilder haben auch immer Geschichten erzählt. Es waren, eines seiner Lieblingsbegriffe ist das Konversationsbild, es waren auch Konversationsbilder. Die hat man sich als Bürger in der Stadt hingehängt und hat darüber gesprochen. Da hat das interpretiert, was man gesehen hat. Und da gibt es verschiedene Interpretationen. Sie haben jetzt eine Interpretation gebracht, dass hier der Polizist die Falschspieler aufplattelt. Ich würde das ganz anders sehen. Er sieht das ganz anders. Und zwar sehe ich ja deutlich das Jahr 1864. Das war das Ende des Deutsch-Dänischen Krieges, wo Truppen aus den preußischen Rheinlanden, die in Dänemark gekämpft hatten, wieder nach Hause kamen. Er trägt eine Lederpickelhaube, ist also ein Mitglied des preußischen Militärs. Das sieht man hier auch an der Nummer. Und da gab es auch viele Hilfsregimenter, Landsturm und dergleichen mehr. Und der kommt jetzt nach Hause zurück und zieht aus dem Spiel eine Karte. Man hat nämlich aus Karten wahrgesagt. Jede Karte hatte eine andere Bedeutung. Und insbesondere Herz Ass hatte die Bedeutung der glücklichen Heimkehr und dass ein Neues erwartet. Und das Kartenspiel ist hier durcheinander geworfen. Teilweise sind die Karten heruntergefallen. Und das wird mit Skepsis, Erstaunen und einer gewissen Zustimmung durch den jungen Mann links quittiert. Das Schöne an der Kunst ist, dass es so Interpretationen gibt, nicht? Bei der Geschichte frage ich mich, was machen die beiden Frauen da im Hintergrund? Die alte Frau, die der jungen Frau offensichtlich etwas zuflüstert, die junge Frau, die ein Glas Rotwein, wahrscheinlich Burgunder, bringt, und jetzt nehme ich einmal an, den Mann mit der Pickelhaube zu beruhigen. Das spricht wieder eher für Ihre Interpretationen. Ich sehe auch auf dem Tisch, da weiß ich nicht ganz genau, ob das stimmt, dort, wo der Griff des Säbels ist, sehe ich auch noch einmal ein Herz Ass, wenn es nicht ein Karo Ass ist, aber Karo. Ich vermute, dass es vielleicht ein Herz Ass ist. Und das würde wieder Ihre Interpretation, dass hier das Falschspiel aufgedeckt worden ist, unterstützen. Und die Beruhigung des Gesetzes durch das Glas Wein hätte so eine, wie immer es ist, also ich halte seine Interpretation genauso möglich wie Ihre oder unsere. Es erzählt auf jeden Fall eine Geschichte. Sehr gute Qualität, prima Bild, etwas altmodisch, aus der Zeit gefallen. Heute werden durchaus andere Bilder gerne gekauft. Was aber ein bisschen schade ist, weil es sehr viel illustriert. Nicht nur die Zeit, auch die malerische Qualität und das Können der Künstler dieser Generation des 19. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, was Sie bezahlt haben. Ich würde vermuten, wenn das vor 9 Jahren war, haben Sie irgendetwas zwischen 6.000 und 8.000 Euro bezahlt? Noch mehr. Mehr? Wie viel? 11.000. Okay. 12. Okay. Dort sind wir heute. Bei einer Auktion würde das wahrscheinlich geschätzt werden mit 10 bis 15, 10 bis 12.000 und das wird es auch bekommen. Mhm. Vielen Dank fürs Zeigen. Ja. Gell? Dankeschön. Weiter forschen. Ja, danke. Wiedersehen. Ja.